Hallo zusammen, liebe Leute. Eine neue Folge voll verbaut. Das mittlerweile schon allseits bekannte Dreamteam, der Mene und ich, der Zwiebelpeter. Hallo Mene, grüß dich. Hi. In der letzten Folge haben wir hier draußen die Zwiebelfarm, wollte ich gerade sagen, die Kartoffelfarm. Das wäre ein bisschen eingebildet. Ja, ein wenig. Angefangen zu automatisieren. Das heißt, wir haben hier einen Harvester gestellt. Hier drunter ist der Planter, also ähnlich wie die Baumfarm unten. Und jetzt brauchen wir dafür aber noch Updates und müssen das Ganze noch ein bisschen hübschen und hier noch irgendwie eine Kiste ranhängen. Kiste habe ich auch im Inventar. Ja, cool. Ich habe auch eine mit dabei, dann passt das. Ja, dann haben wir genug Kisten. Soll ich mal die Updates bauen oder wie machen wir das? Ja, bau mal die Updates, genau. Okidok. Ich hoffe, wir haben noch Raw Plastic irgendwie im System. Das weiß ich nicht. Ich weiß, was ich mache in der Zeit. Haben wir noch. Wir müssen doch bestimmt die Felder so bearbeiten, dass die obere Schicht fehlt, damit das da was wachsen kann. Ne? Nö, schon okay. Gut so, wie das da jetzt ist. Okay. Der macht ja auch automatisch aus Dirt macht er ja so dieses Farmland. Also der hat. Ja, das meinte ich. Okay. Das brauchst du nicht machen, das macht er. Okay. Upgrade. Upgrade. Wo sind sie denn da? Copper haben wir gesagt. Ich glaube, Copper ist das Mittel der Wahl. Ein Golden Nugget und dann brauchen wir noch Redstone. Yolt Nugget. Zack. Und ein und Redstone. So, Redstone kann man nie genug haben. Zack, zack. So, jetzt dauert's wieder. Aussicht genießen hier ein bisschen. Sieht zwar immer so neblig aus, aber naja, egal. Goldnuggets. Irgendwie schon, ne? Ja. Wenn man so in die Ferne schaut, dann hoch. Hat man ein bisschen neblig. Nebel, das ist richtig. So, ich hab mal bisschen Erde besorgt und mach mal die Löcher hier schon mal zu, die wir nicht mehr brauchen. Prima. So, dann machen wir mal. Ach komm, wir machen gleich zwei Upgrades. Auch wenn es die falschen sind, frisst ja kein Brot, wa? So, aber eigentlich müsste es das Richtige gewesen sein. Du kannst ja mal gucken mit deinem Sledgehammer. Ja. Wenn du die Upgrades da reinsetzt. Ob das dann richtig ist vorher. Weil ich sehe es nämlich leider nicht. Also du musst einfach einen Rechtsklick drauf machen, dann hast du so einen Slot, der da unten so ausschaut, wie so ein Schlagring und dann einfach rein und dann siehst du das. Warte mal, ich glaube, ich habe irgendwas verkehrt. Ja, so ist das. Aha. Genau. Okay. Ah ja. Genau, so ein Slot. Ah, ist schon drin. Genau, und jetzt? Wie sieht es mit dem Slotschimmer aus? Jetzt. Gut, aber irgendwie in der Mitte macht er mir so ein Viereck. Ja, die überlagern sich wahrscheinlich beide jetzt von dem. Ach so, also der ist jetzt größer, als wir es gebraucht hätten. Echt, wie viel? Bedeutend größer. Bis genau eins weiter als der Zaun. Ja, macht ja nichts. Dann reißen wir den Zaun ab und setzen ihn dann außen rum. Bis dahin. Okay. Und dann, ich markiere mal immer die Ecke. Ja. Da. Okay. Heißt, der Zaun muss außerhalb dieser markierten Ecke sitzen. Wäre gut. Ist aber ganz schön groß geworden, wa? Ja. Jetzt true. Den Baum kannst du ruhig so lassen. Ja? Ja, den holzt der ab. Sieht schön aus. Holzt der sogar ab. Den würde der jetzt platt machen, ja. Müssen dann nur Prillis witzige, was sind das hier, Raspberry Bushes noch drum setzen wahrscheinlich. Genau, das heißt also, ich gehe jetzt runter und setze quasi den Upgrade, den Kupfer-Upgrade auch noch in den Planter, oder? Mhm. Ist drin. So. Passt aber nicht. Wie passt der nicht? Der Planter muss noch 1-2 nach hinten gesetzt werden. Okay. Damit sich das dann überlagert. Genau. Okay. Das heißt also, bäm, bäm,
Da braucht man doch irgendwas um den, um die Leitungen muss man doch irgendwie anders verlegen. Ja, warte, ich, da brauchst du. Mach, wo, hast du den schon gesetzt jetzt oder wo muss der hin? Nee, wo ist er hin? Hier ist er. Hier ist er. Guck, guck. Ah. Oh, jetzt hatte ich aber Angst. Ey. Ich brauche aber quasi mehr Leitung noch. Ja, ja. Hast also, du noch oder? Setzt sie einfach ran. Du, wie du willst. Also. Nee, ich setze einfach ran. Das ist ja jetzt vorbereitet. Und dann gehe ich mal hoch mit meinem Hammer. Leitung dran? Ja. Ja, jetzt ist es grün, grün, blau. Achso, nee, das Upgrade muss noch rein, deswegen. Okay. Da habe ich noch ein Inventar, mein Fehler. Zack, ist drin. So. Ja, jetzt ist es dunkelblau. Jetzt überschneiden sie sich genau. Hervorragend. Cool. Perfekt. Mhm. So, dann haben wir das. Södeler. Jetzt überschneiden sie sich, hast du gesagt. Okay, so, jetzt müssen genau. Wir hier. Jetzt mal die Fackeln jetzt auf die Spitze, wo dann der Zaun hin müsste, theoretisch. So, hier ist die Fackel schon korrekt. Und hier ist die Fackel. Wo, wieso ist denn hier eine Witch? Wow! Stirb! Witch, Bitch. Boah, ach, Hilfe, ey, Mist. Wo kam die denn jetzt her? Was macht die mit dir? Ja, hat mich verzaubert. Okay. Holla. Hast du die Zäune noch einstecken? Schmeiß mir doch schon mal die Zäune raus. Dann ich baue ich die Zäune. Die Zäune noch da und hier ist die Dings. Wo sind da sind die Item-Ducks und da ist die Kiste. Wir können es ja erstmal hier in der Kiste sammeln, das Zeug. So. Das war jetzt nicht so intelligent. Was knurrt denn hier die ganze Zeit so doof? Kommt ein Schwein. Echt? Glaube ich. Ich schmeiß mal unten in den Planter was rein. Und müssten oben Kartoffeln gesetzt werden. Läuft. Ja, 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 aber wie? Das geht ab wie Schmidts Katze hier. Okay. Na, wir kommen jetzt hier hoch. Da, zeige die Zack. Cool, fehlen nur ein paar Felder. Ja, das ist jetzt so. Warum fehlen da zwei? Komisch. Weil ich nicht mehr genügend Kartoffeln hatte. Ah, okay. Da müssen Kartoffeln rein. Verstehe. Genau. Na gut, aber das wird ja dann nach dem ersten Mal ernten sozusagen sich dann ausgleichen. Richtig? Ja, ja, klar, sowieso. Also siehst anhand der Zäune, dass wir da dann noch rundherum schön machen müssen bei Gelegenheit. Genau. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich lasse das erstmal hier so laufen. Mach das. Dass der, ich mache erstmal wieder zu. Dann müssen wir vielleicht beim nächsten Mal gucken, dass wir das hier noch irgendwie automatisieren. Ja, und die Kiste finde ich nicht so schön da. Irgendwie. Hätte man es nicht. Okay, kann stimmt, man nicht da, irgendwie. Da, stimmt, da steht da hinten noch eine Kiste. Ja. Mhm. Kann man nicht das Rohr noch, auch wieder nach unten legen und dann neben der Kiste wieder hochkommen, sodass man hier so über das Rohr läuft oder so? Keine Ahnung. Kann man auch machen. Weißt du, weil die steht jetzt so unschön. Ich hätte dann einfach neben den. Genau, und jetzt einfach nach unten. Dahin. Mhm. Ja. Du meinst also so? Ja. Dann muss es ja noch ein tiefer gehen. Das wäre am allerschönsten, wenn das ginge. So rein optisch. So von der Optik her und so. Huch. Ja.
Und jetzt dann wieder hoch, aber das geht nicht wegen dem Kabel hier. Man muss das irgendwie noch daneben legen oder so. Ja. Warte, machen wir es so. Oh, jetzt bin ich dran. Ah, du hast mich hier reingeschmissen. Freut er sich. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wie bin ich denn dann da reingefallen? Na egal. So, jetzt machen wir nämlich das hier noch ein bisschen tief, ey. Nee, falsches Werkzeug. Dit noch und dit noch. So, und dann geht das nämlich gleich hier runter. Oh. Schon wieder, sag mal. Ja, blind bin ich, blind. So, und du musst in die Seite von der Kiste kommen, ne, sagst du? Ja, ich glaube, es Wurst. Oben, unten, links, rechts kann man alles machen. Okay, na, aber wenn du von unten kommen kannst, dann müsstest du quasi rechts, dann würde ich die Kiste einmal tauschen. Und dann kannst du rechts von der... Ja, wo denn? Oh, da, wo deine Fackel ist, sozusagen, musst du nach oben. Da ist eine Fackel. Hä? Wo? Neben deiner Leitung. Hier, geh mal runter. Ja. Zack. Und jetzt guck mal. Genau, da ist eine Fackel neben deiner Leitung. Ja. Genau, wo die Fackel ist, musst du nach oben. Ah, okay. Genau. Ah, okay. Siehst du, da ist die Kiste. Ich sehe. Eine Doppelkiste ist doch auch in Ordnung, oder? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Dann mache ich nur eine draus. Also, es ist immer so mit dem Importieren, Doppelkisten ist immer ein bisschen komisch. So, Anni schließt. Ich will hier bitte raus. Danke. So, jetzt machen wir das Loch wieder zu. So ist es. Und das ist doch viel schöner, oder? Wenn die Kiste da so ein bisschen weg ist. Oder? Ja, na klar, logisch. Das hat schon was. Jetzt ist natürlich in der Mitte von unserem Feld Schatten. Können da die bösen Buben spawnen? Nee, können sie nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade F7 gedrückt, können sie nicht. Okay, cool. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, A, es ist dunkel, es ist Nacht. Und B, ja. Guck mal. Ah, das ist ja alles so, ne? Jetzt hier so. Unschön optisch. Ja, ne? Genau. Ja, das müssen wir dann noch korrigieren. Eine optische Peitsche. Habe ich ja eben auch schon kurz gesagt gehabt, dass wir das noch optisch dann jetzt anpassen müssen. Okay, dass wir das hier so ein bisschen weiter lang ziehen. Haut uns der Brilli das um die Ohren. Aber das kannst du dir nicht vorstellen. Mit Anlauf. Aber ihr kennt ihn ja, ne? Ihr kennt ihn ja da draußen. Ihr wisst ja, wie der ist. So, ich gehe mal oben gucken, ob wir noch Limestone haben. Da brauchen wir noch einen Schissel wahrscheinlich, ne? Was ist ein Schissel? Na, hier oben, mit so einem Schissel kannst du dieses Dekor machen, was da... Das sind ja besondere Blöcke, die da sind. Okay. Die Raspberry Bushes zum Beispiel, oder was? Oh, ist das Limestone oder French Limestone Tiles? Ich glaube, French Limestone Tiles. Ich bestell mal die. Also wir brauchen auf jeden Fall Skystones, wir brauchen Limestone, genau. Limestone, genau. Stairs und Limestone. Ich bastel das hier schon mal um, so ein bisschen. Mach mal. Während der hier nämlich das Zeug hier erstmal hochpumpt. Ich kann ja schon mal die Limestones, hier die Dinger abreißen, die Skystones, oder? Ja. So, wie viel versetzen wir den denn? Ja, um 4 wahrscheinlich, ne? Oder wie weit war der Weg? 3 war der breit. Ja, 3 war der breit. Oder, ach so, ach, was weiß ich. Hä? Ich hab jetzt hier schon angefangen mit Versetzen, so. Wie hast du das jetzt aufgefüllt? Warum hast du das mit Erde aufgefüllt? Weil ich gedacht habe, wir... Da noch eins, nee. Noch eins runter. Nee, ich hatte mir gedacht eigentlich eher, wir versetzen den so, dass der wieder in der Mitte von dem Feld ist, so ungefähr. Ach so! Ja, wir gehen... Ah, okay, das macht Sinn, das macht Sinn, das ist schön.
Das ist eine gute Idee. Dass wir hier so, und dass wir die Tür dann vielleicht da auch so mittig dann wieder hinsetzen. Ja. Und ich würde dann auch vielleicht nicht nur eine Tür, sondern, keine Ahnung, mehr Türen. Mehr Türer. Ein Märtyrer. So ist es. Oh. Hat kleine Kartoffel aus dem Boden gerissen, so bin ich hier mit der Schaufel durch. Ich würde dann auch drei Türen einfach nebeneinander setzen, oder? Drei Türen? Dass man überall. Ja. Okay. Und am allergeilsten wäre es, wenn man gelaufen kommt und die gingen von alleine auf. Aber das ist viel zu viel Redstone-Gedöns wahrscheinlich. Nö, das kann man ja mit solchen Druckschaltern auch machen, aber das ist, die gibt es leider nicht. Glaube ich gibt es nicht in Limestone, das ist doof. Ach so. Man sie dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise stecken oder sowas. Okay. Mhm. Ich habe nicht genug Limestone, um jetzt hier weiterzufahren. Ich, warte, ich hole schon. Ich habe nämlich schon welchen bestellt. So, Limestone haben wir hier und den auch noch. Warte mal, den Schissel nehme ich auch gleich mal mit. Bupp. So, wo bist du? Da hinten. So. Guck mal, ich habe hier für dich 34 von diesen Dingern. Danke. So, wie geht es mit dem Schissel? Muss man das am Crafting Table machen? Das Schüssel und den. Okay. French Limestone. Mit dem Schüssel. Und wie schüssel ich? Bett. Wie schüsselt man denn? Weißt du das? Was ist denn Schüsseln? Na, dass du die Dinger so gravierst sozusagen, also mit Meißel den Stein so gravierst. Oh, keine Ahnung. Das habe ich nämlich noch nie gemacht, zwar oft schon gesehen, aber noch nie benutzt. Du hast ja auch noch diese komischen schwarzen Steine abgebaut, ne? Die müsste man dann auch noch wieder montieren. Genau, die kommen ja da so als Abschluss der Stufen da quasi rein, ne? Ja, genau. Chisel, Chisel, Chisel. Wie ich das hasse, wenn man so die einfachsten Sachen, wenn die nicht mehr einfallen. Und ein Block. Okay, muss ich das erst bauen oder wie und dann mit dem Schüssel bearbeiten? Schauen wir mal. Damit baue ich nur das bloß ab. Ja. Scheiße, wie chiselt man denn bitte?
Oder leg mal den hier in den. Oh, fu. Fu, fu, fu. Jetzt bin ich gerade aus dem Spiel rausgetappt. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den Timer leider. Das ist nicht schlimm, den habe ich im Auge. 20 Minuten ist die Folge jetzt ungefähr. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich hab's nicht auf die Sekunde, weil ich ja anders starte als du. Mhm. So. Ich bin zu doof zum Chiseln. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, da ich nicht weiß, wovon du redest, kann ich dir schwer helfen. Na, du kannst halt eben mit diesem, der Chisel ist halt ein Meißel, sondern du kannst halt Sachen einfach meißeln. Also das, okay. was der Weg zum Beispiel ist, das ist einfach mit diesem, das ist Limestone, soweit ich weiß, der einfach mit diesem Meißel in eine Gravur bekommen hat. Und das macht man halt irgendwie. Hier, French Limestone. Machst du mit dem Chisel. Und wenn du den Chisel mit diesem Stein, mit dem Limestone kombinierst, dann bietet er dir verschiedene Möglichkeiten an. Okay. So, French Tiles. Und die liegen da draußen eben als Boden rum. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da stehe ich jetzt gerade da wie ein. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist blöd, das ist richtig doof. Kann man das leider nicht fertig machen. Ich hab noch 3 von diesen Limestone Stairs mit dabei übrigens. Oh, jetzt habe ich mir gerade 4 gebaut. Mach Wie war nichts. Das mit dem Zaun? Wie hat man denn gleich noch einen Zaun gebaut? Ah, habe ich schon. Mit Sticks. Ja. Mit Sticks. Ah, toll. So, ich setze dann schon mal hier diese Dinger hin, diese Skystone-Blöcke als Abschluss. Ja, gerne. Und noch ein Fäckelchen obendrauf. Ich habe in der Zeit ein paar Zäune gebaut. Hervorragend. Waren die so hoch? Ja, tatsächlich. Mhm. Willst du mir die? Nee. Ach. Ist das richtig? Das waren 2 Stück. Die waren 2 übereinander. Willst du mir vielleicht Zäune geben? Dann ziehe ich die fertig. Ja. Ja. Danke. Ein bisschen Erde. Wir müssen natürlich dann hier drüben, wo jetzt diese Raspberry Bushes sind, die müssen wir natürlich dann auch. Oder? Die da so rangeklatscht sind, direkt am Zaun. Nochmal versetzen, ja, das wäre gar nicht verkehrt. Ja. Nee, wir hätten die, glaube ich. Wir hätten die, oder? Ja. Die müssten eins runter sind hier, die Skystones. Die sind zu hoch. Okay. Die müssen dahin und dahin. Sorry. Da habe ich falsch vorbereitet. Nö, alles gut. Hier meinst du direkt hin, ne? Ja. Hast du davon einen eingesammelt, oder? Nee, eigentlich nicht. Doch, dann. Oh, sorry. Da ist er. Zack, so, lass uns pennen gehen. Okay. Ah! Boah. Du hast aber erschrocken. Ey, aber diese Zombies sehen sowas von harmlos aus, aber ich. Irgendwie so, wenn du dich umdrehst und so ein komischer Typ kommt da auf dich zu. Ja, irgendwie erschrecke ich mich da manchmal genau auch noch. Ich drehe mich um, auf einmal war der da. Ging fix. So, du hast die Uhrzeit im Blick? Genau, wir sind bei 25 Minuten. Okay, dann. Aber irgendwie ist das immer noch nicht richtig mit. Falsch gemacht. Aber ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Was denn? Darf ich die Treppe noch umsetzen und dann machen wir die Folge zu Ende? Ja, na sicher, klar. Flups.
Wie baut man denn diese Dinger eigentlich ab hier, die Raspberry Bushes? Das ist eine gute Frage. Die wollte ich dir eigentlich stellen. Mhm. Aber das kann ich mir ja offensichtlich sparen. Nun ja, ich probier's mal mit der Pickaxe. Fuck! So. Wow, was hast denn du gemacht? Alter. Ich hör nur Boom. Jetzt müsste da hinten eine kleine Lücke sein. Ja, ist. Oh, puh, ey, hab ich mich jetzt erschrocken. Blöder, scheiß Creeper. Da war ein Creeper. Mhm. Ah, okay. Erklärt einiges. Da war ein Creeper und der hat hier ein riesen Loch gerissen, ja. Scheiße. Dieser Drecksack, ich hör's. Ich wollte mich gerade umdrehen, weil ich nur so Pitsche, Pitsche, Pitsche gehört habe, ne? Die Schritte von dem. Ja. Ich habe genug Erde, das ist das Problem. Okay. Boah, was für ein Loch. Ja, sag ich ja. So ein Sackgesicht, ey, echt. So, machen wir mal, wie war denn das hier? Waypoints. Latest Death. Remove. Zack. Okay, vielen Dank fürs Auffüllen. Jetzt ist meine Erde leer. Okay, man kann es also, oder? Doch, Raspberry Bush kann man einfach so abbauen. Mit der Spitzhacke. Ah, okay. Ja, dann lass uns das doch dann, ja. Mit der Spitzhacke, okay. Aha. Dann bau dir den mal ab und ich mache hinter dir die Erde weg. Okay. Wie viel Platz machen wir denn? Zwei, oder? Mach mal zwei, ja. Ich hätte zwei, oder? Zwei sieht ein bisschen wenig aus, muss ich sagen. Okay, dann machen wir drei. Also dann quasi 1, 2, also hier dann wieder hochziehen, ja? Da wo ich gerade die so. Okay. Genau, wo du. Also ich habe 47 dabei. Mhm. Bis wohin gehen wir denn? Ich würde im Endeffekt dann irgendwann bis rum, oder? Bis rum? Irgendwann mal, ja. Also, dass wir drei noch Platz machen hier. Eins, genau. Zwei, drei. Also bis hier. So. Hallo? Alter, wie ich das hasse. Was ist denn? Oh, ein Schimmer lief. Schimmer lief ist wertvoll, glaube ich. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter mit dem blöden Ding? Oh, ich habe gerade eben... Oh, ich habe eben... du kannst die Dinger auch pflanzen, ernten. Aha. Ah, ich verstehe. Die sind nur einfach hoch. Die sind nur einfach, die sind so gewachsen. Ah, okay, die wachsen dann auf drei Höhen. Ja, drei, genau. Drei sozusagen. Wollen wir das hier noch zumachen damit oder eher weniger? Was meinst du? 1, 2, 3, 4,
3. Ja, doch, würde ich schon machen. Dann passt das hier aber nicht. Ja, das kann sein. Habe ich auch nie behauptet. Weil hier sind es dann nämlich 4 Abstand. Ja. Dann war dann sollen wir es auf 3 reduzieren, also die Treppe einfach noch eins weiterziehen, oder sollen wir einfach hier so eine kleine Ecke reinmachen? Können auch so eine Ecke reinmachen. Das sieht dann vielleicht ein bisschen natürlicher aus, oder? Mhm. So, schau mal. So eine Ecke. Ja, super. Genau. Die machen wir auf der anderen Seite auch 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau. Jetzt brauche ich Erde. Ich habe keine Erde mehr. Halt, ich hab. Weiß mal her. Danke. Und ich hoffe. Ja, genau, die wachsen auf jeden Fall, die Büsche, ja. Plipp, plopp, plopp. Gut. Na, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Achso, und du erntest jetzt quasi die oberen Etagen ab und setzt sie dann hier neu. Verstehe, verstehe. Genau. Verstehe. So, die Ecke hattest du freigelassen, aber genau. Mhm. Ich würde sie hier mal zubauen. Machen wir sie hier drüben aber auch zu. So, dann machen wir danach dann Schulz, wa? So ist es. 1, 2, 3 brauchen wir noch. Kann das sein? Ja, dann haben wir's. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr. Die Zäune müssen wir dann noch, ich dann noch, da habe ich nicht genug, aber. So, 1, 2, 3. Na Mensch. Kann man die denn essen, die Dinger, oder was ist hier? Tatsächlich. Eine. Lecker Himbeeren. Gut. Kann das jetzt okay, zuwachsen? Der kann auch Himbeeren essen über sein Sättigungsding hinaus. Was meintest du, kann zuwachsen? Schön. Jetzt kann es zuwachsen, dann ist schön. Genau, wollen wir das hier noch ranziehen? Die Zäune noch schön machen und dann die ranziehen? An die Busches direkt. Bis an die Busches oder wie weit willst du es ranziehen? Ich weiß nicht. Also ich hatte es halt wegen der Treppe, weißt du, damit das nicht so eng aussieht, hatte ich das. Jetzt ist es symmetrisch jetzt mit dem Weg quasi. Ach so, ja, stimmt. Muss ich hier noch näher. Und dann müsste man eigentlich auch den hier hinten noch ein bisschen weitermachen. Warum noch weiter? Dann der Weg. So. Warum noch weiter? Ist so. War ja auf. Ne, 2 nur. Das war 1 zu weit. Ja, ja. So. Genau. Ja. Jetzt ist schön. Ja. Wonderful. Very wonderful. Wonderful life. Genau, wenn die Raspberry Bushes zupacken, dann wird das doch echt. Warum nett. Ist denn hier eigentlich eine Kiste im Boden? Wo denn? Hier? Ja, tatsächlich, keine Ahnung. Was ist da drin? Nichts. Nein, Lava. Was, wo? Oder? Mal da, geradeaus, komm mal mit. Hier. Da und? Siehst du? Ganze Menge. Oh, und? Die Kühe sind. Ist das hier ein Dings? Hier, guck mal, da ist eine Kuh mit einem Dings drauf. Wie von Sims. Von Sims, geil, das ist ja lustig. Aber hier hat der Brilli, guck mal, hier ist schon was rübergebaut, ja. Da war der Brilli schon mal. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich ein Asteroid gewesen oder ein Meteor, wo er schon, glaube ich, drin rumgehackt hat. Okay. So, dann können wir eigentlich jetzt hier mal wieder in eine Kiste gehen. Und so ist es. Ja.
uns die Folge closen. The end of the Folge, genau. Wir brauchen nur noch ein paar Zäune und dann hat er schon was geerntet, ja. Hier, der faule Hund, oder noch nicht? Huch. Ich glaube, er hat sogar schon ein paar Kartoffeln geerntet, wenn du keine reingelegt hast. Ja, und warum hat er dann nicht die fehlenden Felder geschlossen? Weil es aktuell noch so ist, dass der hier noch nichts rauszieht aus dieser Kiste. Ach so. Ja, ja, das muss man nämlich noch machen, dass er aus dieser Kiste auch. Ja, ja, genau. Der Planter hat jetzt kein Futter mehr. Der läuft dann trocken. Okay, das heißt, das müssen wir dann demnächst noch regieren. Yes, ja. Gut. Gut, dann Bett. Bin unterwegs. Ab ins Bett mit dir. Bin ich. Im Zwiebelpeter was blown up. Kabam, hab ich mich da erschrocken. Gut. Ich glaube, du hattest War ich? Folge, okay, oder? Dann gehen wir unser Machwerk da nochmal anschauen. Also wir haben hier doch jetzt noch einiges geschafft am Schluss. Auch wenn es sich zeitlich ein bisschen in die Länge gezogen hat. Aber ist, wenn der Zaun jetzt noch zu ist, wird es ja wieder hübsch. Ja, so. Wenn der Zaun zu ist und die Beeren gewachsen sind, wird es hier echt schön. Genau, und dann haben wir hier auch genug Kartoffeln für unsere polnische Diät. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Mene, vielen Dank fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke. Also, so macht's gut. Bis dann. Tschüss.